So, kommen wir mal zum Thema Spektrum. Also die Werte für Roll 65, 85, 7, für Pitch 65, 85, 14. Die habe ich heute nochmal durchgetestet. Also das scheint sich stabil zu halten. Das sind, glaube ich, so die, da ist nicht mehr viel dran zu rütteln an den Werten. Also der Helikopter, der bleibt jetzt schon, was den Hauptrotor anbelangt, stabil in der Luft. Ich glaube, wo sich das Spektrum noch nicht so richtig klar ist in Softwareentwicklung, ist, wie gesagt, der Heckrotor. Da bin ich jetzt bei Werten 85, 95, 10. Die Vibrationen halten sich in Grenzen. Aber was der Flight Controller nicht checkt, also ich halte nichts, also Spaß, wie gesagt, macht es nicht. Das ganze Einstellen und Einfliegen, das macht überhaupt keinen Spaß. Und ganz besonders, was das Tail anbelangt, also ich dachte eigentlich, ich stelle den Helikopter hin. Ich schalte den Helikopter ein, der Flight Controller weiß, ich stehe noch am Boden. Die PID-Einstellungen sind gesetzt. Dann macht der Helikopter einmal beim Hochfahren des Throttle-Sticks. Ne? Der Flight Controller muss erstmal lernen, wie ist denn die Mechanik hinten so verbaut. Ne? Also der Flight Controller muss erstmal ein Gefühl kriegen für diese Mechanik da hinten. Also man stellt den Helikopter hin, man schaltet den ein. Der Flight Controller weiß, ich bin jetzt eingeschaltet. Frischer Akkupack ist drin, ich bin noch nicht geflogen. Was macht der Flight Controller? Der müsste jetzt eigentlich erstmal die Mechanik hinten kennenlernen. Das macht man eigentlich einmal. Man drückt den Throttle Stick hoch und der Helikopter macht erstmal so einen Heck ausschwenkt nach rechts, weil sich der Hauptrotor, das ist mir abgebrochen, das darf ich noch reparieren, weil sich der Hauptrotor im Uhrzeigersinn dreht, das heißt, das Heck bricht dann nach rechts aus. Da muss der Flight Controller langsam die Blätter verstellen, dass der checkt, okay, der Helikopter, das ist das Drehmoment, das muss ich ausgleichen, die Blätter muss ich so hinstellen, um dagegen zu wirken, fertig. Ne? Also eigentlich dachte man, lässt es einmal durchlaufen, diesen Prozess, ne? Helikopter hinstellen, einschalten, Knüppelstick, Throttlestick langsam hochdrücken, der ist noch nicht, der ist noch am Boden, der Helikopter, der ist knapp vorm Abheben, ne? Aber dann fängt dann das Heck an, im Drehmoment sich zu drehen. Die Blätter müssen sich dann so langsam ausrichten, dass der checkt, okay, jetzt muss ich das Drehmoment ausgleichen. Also wenn das einmal eingestellt ist, müsste eigentlich der Flight Controller checken, okay, also beim nächsten Mal langsam den Throttle Stick hochdrücken. Also wenn dieser Prozess einmal eingelernt ist im Flight Controller und der Flight Controller die Mechanik kennengelernt hat, und weiß, wie er sich ausrichten muss, dann ist es eigentlich das Thema gegessen, ne? Denkt man sich. Aber ich glaube, die Spektrumentwickler, die sind sich noch nicht so ganz klar über das Konzept. Aber so sollte das dann eigentlich sein. Jungfräulicher Flight Controller. Alle PID-Einstellungen sind gesetzt. 85, 95, 10 fürs Heck. Ne? Dann bricht es erstmal so leicht aus nach rechts. Dann justieren sich die Blätter nach. Der Helikopter drückt wieder dagegen, um wieder in die Ausgangsstellung zu kommen. Und dann kann man abheben. Und dann hat es der Flight Controller eigentlich begriffen. Aber irgendwie scheint das Konzept nicht so richtig zu funktionieren als Spektrum. Also ich glaube, die müssen nochmal dran arbeiten.